Moin Leute, Herrit hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play My Summer Car. Erstmal vielen lieben Dank für eure lieben Kommentare. Also es hat mich echt umgehauen, über 50 Likes, vielleicht schaffen wir heute sogar mehr. Ja, Dankeschön würde ich sagen. Vielen Dank. Was ist das? Auch noch nie gesehen. Irgendeine Schnitzerei, keine Ahnung. Sagt mir auf jeden Fall nichts. Hier hat sich auch nichts verändert, ne? Nee. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir hier weiter rumschnacken, wir brauchen mehr Power. Ist einfach so. Hoppla, Entschuldigung. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Leistung. Und um erstmal überhaupt zu wissen, wie viel Leistung wir grundsätzlich haben, habe ich mir gedacht, ich installiere einen Mod. So, und jetzt experimentieren wir einfach ein bisschen mit Mods. So, also, wir starten aber die Karre, damit sie warm wird. So. In der Zeit können wir das Licht einmal kurz aktivieren. Dankeschön. Normales Licht, ne? Kein Fernlicht. Genau. So, und dann in der Zeit können wir nämlich den defekten Scheinwerfer hier wieder austauschen, weil der war ja definitiv der falsche, weil lustigerweise wurde mir das gerade eben in den Kommentaren beantwortet. Ziemlich lustig auf jeden Fall. Haben wir lustigerweise den die intakte Birne ausgebaut und die neue Birne, so gesehen, weggeschmissen. War natürlich super klug von uns, aber naja, was willst du machen, ne? So, einmal unseren Einkauf, da drin dürften die Glühbirnen sein. Genau, sehr gut. Hier ist unsere neue Glühbirne. Dann dürfte das Ding auch leuchten. Ne? Irgendwas scheint da kaputt zu sein. So angeschlossen war die Lampe ja eigentlich, ne? Aber aus irgendeinem Grund ist sie das nicht mehr. Das ist sehr kurios. Ich guck mal kurz, ob wir sie neu anschließen müssen. Das kann ja alles sein. Aber hier kommt kein Anschlusssymbol. Ja, aus irgendeinem Grund kriegt sie keinen Saft mehr, Leute. Dann ist es so. Dann kann ich auch nichts dran ändern. Dann, ja. Ist es halt so. Juckt mich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, wir nehmen das Kit auf jeden Fall mit, weil wir werden unterwegs ein bisschen am Auto rumspielen, würde ich sagen. Erstmal, Bierkasten entsorgen, das entsorgen. Das brauchen wir auch nicht. So, und wenn es schief geht, können wir immer noch weg hier. Das ist das Gute. Denn wir haben einen kleinen Mod installiert, mit dem wir ein paar Informationen bekommen. Was die Leistung angeht, was die Drehzahl angeht und so weiter. Was ziemlich praktisch ist, wir können jetzt auch genau sehen, wie schnell wir sind. Ne, also eigentlich haben wir jetzt nur Vorteile. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns so erwartet. Ich weiß aber auch nicht, also wie der Mod jetzt letztendlich weiß, dass wir 100, also 90 PS maximal haben. Aber schön zu sehen, dass die Speed-Anzeige funktioniert. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Sehr sogar. Ob der Mod was bringt, weiß ich nicht. Aber er gibt uns zumindest ein bisschen Einblick in die Mechanik des Fahrzeuges, wie sich das alles so verhält.
Ja. Dann gucken wir mal, wie sich das alles hier entwickeln kann. Mir wäre es lieber, wenn die Anzeige woanders wäre. Hoppla. Hab ich da einen überfahren? Ja, anscheinend habe ich einen überfahren. Also Beschleunigungswunder, finde ich persönlich, sind wir nicht. Außer in den hohen Drehzahlen. Da merkt man dann schon so ein bisschen die Leistung. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir damit ein bisschen an den Einstellungen rumkitzeln können. Ja, ja, da sind sie wieder, unsere Rallye-Freunde, ne? So, zuerst mal werden wir rechts abbiegen, um zu gucken, wie schnell wir eigentlich sind, ne? So, was bedeutet eigentlich, Alter, hatten wir Glück, maximal Torch? Das google ich jetzt mal kurz, weil ich das gar nicht weiß. Google-Übersetzer. Max, Torch. Maximaler Drehmoment. Okay. Und Max Power ist ja irgendwie maximale Kraft, also die PS letztendlich. Okay, gut. Ich bin gespannt. Auf geht's, würde ich sagen, oder? Oh. Oder auch nicht. Drehmoment im Stand ist zu hoch. Auf geht's. Gucken wir mal, wie schnell die Karre werden kann. Ich glaube, wir waren bei 220 ungefähr. PS ist nicht die Welt, definitiv nicht. Hier ist der Bus, den wir eben fast gerammt hätten, oder er uns fast gerammt hat. Ist schon mal nice. Oh fuck. Heben wir jetzt ab? Ich hoffe nicht. Na, wir haben genug Kompression auf dem Boden. Also Unterdruck. Nicht Kompression. 200 km/h, Leute. 204, 205. Ja, das waren 220 beim letzten Mal, locker. Habe ich wenigstens nicht gelogen, bin ich ja froh. Da haben wir voll in die Eisen gegangen. Cool. Also haben wir tatsächlich ungefähr 210 km/h drauf. Was eine ordentliche Hausnummer ist, würde ich sagen. So, wir werden jetzt hier so gesehen ranfahren. Ein bisschen an den Feinheiten arbeiten des Motors. Und in die andere Richtung Vollgas fahren.
Das ist ja jetzt der Vorteil, den wir haben. Ne? Wir können jetzt ein bisschen rumbasteln. So. Wir kommen ja hier vorne, kommen wir an den am Vergaser ja dran. Das ist das Gute. Und irgendwo müsste ja die Schraube sein. Oder bin ich jetzt falsch? War das im Motor, Leute? Fuck, das weiß ich gar nicht mehr. Hat man das denn nochmal eingestellt? Hier dreht sich's auch nicht so sauber, ne? Wenn man das mal sieht. Anscheinend haben wir irgendeine Macke. Weiß es nicht. Im Vergaser müssen wir doch was ändern können, oder? Bin ich jetzt so falsch, dass man den Racing Vergaser gar nicht mehr einstellen kann. Also wir haben 91 PS. Was ja echt gut ist, auf so einer kleinen Maschine hier. Da muss man da was einstellen können. Irgendwas war da mal. Wie gesagt, das ist schon sehr komisch, finde ich, dass das nicht so rund läuft. Es wirkt zumindest sehr unruhig. Hm. Ich habe ihn jetzt mal komplett durchgespannt. Ob das jetzt richtig war oder falsch, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei der Vergaseroption kann man gar nicht einstellen, ob der schneller ist oder langsamer ist. Sieht zumindest danach aus, dass das nicht geht. Hm, da müssen wir doch gucken, dass wir gegebenenfalls... ja. Oh. Unser Werkzeugkasten, den finden wir nie mehr wieder. Wenn der hier unterwegs verloren geht, dann war es das. Da müssen wir gucken, dass wir zu einer Werkstatt kommen. Und er uns da noch ein bisschen die Feinheiten rauskitzelt, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Hier ist halt komisch, ne? Also wenn man jetzt guckt. Ich gebe jetzt Vollgas. Das muss eigentlich anders sein. Naja. Okay. Es war ein Versuch wert. Aber es ist trotzdem ein tolles Auto. Mir gefällt es sehr gut. Liegt auf jeden Fall verdammt gut auf der Straße. Wir müssen auf jeden Fall zur Werkstatt. Ah, das hätten wir
Ah, ich trottel. Wir hätten gerade zur Werkstatt gekommen. Da vorne ist ja eine. So, den überholen wir flott. Das dürfte easygoing funktionieren. Mit 200 km/h. Ist das schnell, Alter. Alles gut. Schön. Wenigstens können wir uns jetzt sicher sein, dass die Karre 210, 215 km/h schafft. 220 wird Spitze sein. Limit so gesehen. Und ich denke mal, wenn wir noch den ein oder anderen Mod finden. Ich wollte eigentlich abbiegen, aber egal. Dann könnte man ja theoretischerweise. Der Spritverbrauch ist übrigens genial. Vielleicht auch ein Turbo-Kit oder so. Wäre auch mal geil. Ich auch nochmal Bock drauf. Einen schönen Turbolader oder so. Boah, Leute, es ist so warm wieder, ne? Aachen schmilzt wieder davon. Ekelhaft. Ja, die obere Drehzahl, die will nicht so. Jetzt gegen Verkehr kommt, bin ich hops. Alles gut gegangen. So. Sehr schön. Ja, der Junge ist natürlich nicht da heute. Oh. Schneller Drift. Der hat natürlich heute zu. Klingt ja irgendwie logisch, ne? Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Heute ist Samstag. Ja, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Denke ich. Mal. Hoffe ich. Mal. Ah, okay. Schade. Der Mod geht nur für unser Meister Maka. Wobei reicht. Hoppala. Reicht ja auch, ne? Oh fuck. Halb so wild, Leute. Er hat uns ja gerettet, so gesehen, ne? Jetzt warten wir kurz auf den da noch. So, und tschüss. Schade, ich hätte gerne mal eine vernünftige Drehzahlanzeige für den hier. Aber da kannst du nichts machen.
So oder so geht der ab wie Schmidts Katze. Ich denke mal, jenseits von Gut und Böse. Ja, das nervt mich so. Wie ich es hasse. Dieser Wagen könnte so viel Spaß machen, aber dann fängt er dieses blöde Schlendern an. Was er jetzt gerade nicht macht. Wow. Ob das gefixt wurde? Dass der so komische Haken schlägt? Das ist ja schon nervig. Der Wagen ist auf jeden Fall deutlich schneller als unserer. Eieieiei, mein Gott. Er hat aber auch eine Leistung, ne? Also, Tipp von mir, immer im zweiten anfahren. Also im zweiten Wahlhebelmodus, Automatikmodus. Dann nimmt er direkt die höheren Gänge. Bisschen Stoßgas geben. Kein Vollgas, weil sonst rutscht er weg. So, dann können wir hier schön abbiegen. Den haben wir wirklich umgenietet, ne Leute? Der liegt da jetzt rum. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auf den Speed geachtet und dachte, komm. Ja, und dann ist es auch schon passiert. Ist doch scheiße sowas, der arme Kerl. Ich denke mal, wir fahren hier so mit knapp 100 km/h circa. Mit dem Wagen hier rum. Schneller auf keinen Fall fahren. Dann kommt die Hinterachse nämlich an einem vorbei. Und das will man eigentlich nicht. Scheiße. Scheiße. Angeschnallt? Ja, gut. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. Vielleicht kommt mein Summercar immer so zwischendurch am Wochenende. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das könnte Lust... Mein Gott, mein Kopfhörerkabel hat sich im Lenkrad verfangen. Mein Kopf war gerade voll am Lenkrad festgebunden. Ekelhaft. Alter, mein Gott, komm. So. Was geil ist, muss ich sagen, ich zeige es euch kurz. Es gibt bei Amis, nicht bei allen, den sogenannten Line-Lock-Modus. Und zwar könnt ihr den aktivieren. Dann leuchtet hier das rote Lämpchen. Und dann sind die Vorderreifen gesperrt. Und dann könnt ihr Gas geben. Dann drehen euch die Hinterreifen durch. Ist schon cool gemacht. Unnötig. Aber cool. Leider kann man nicht unendlich viele Streifen ziehen. Oh fuck. Vergessen, dass das ja eine Automatik ist.
So rum. So, parken. Ist jetzt gut. Genug gespielt. Tolles Auto einfach. Macht Spaß, damit rumzufahren. Definitiv. Uns fehlt ja noch ein Auto. Das haben wir nie geschafft zu holen. Das ist hier dieses altertümliche Auto da. Fällt mir gerade ein. Das haben wir noch gar nicht. Das könnten wir eigentlich... Nächstes Wochenende könnten wir uns das holen, oder? Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Schön. Da gehen wir noch pissen. Und dann würde ich sagen, Leute... War das für heute, oder? Möchtest du kein Pipi machen mehr? Ja, super. Ja. Sehr, musst du. Ach, danach. Telefon klingelt. Unsere Bestellung ist im Store angekommen. Was haben wir bestellt, Leute? Ah, P wie pinkeln. So war das. Ja, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr auf der Gamescom, Leute. Wir sind Donnerstag da, aber privat. Also nicht irgendwie, um Interviews zu machen oder so. Wir hatten zwar Anfragen bekommen von ein paar Herstellern, aber ich möchte da privat mein Leben genießen und deswegen habe ich natürlich nichts da fertig gemacht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, nächste Woche Samstag dann. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.